Hallo Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon XD. Wir sind fast fertig mit den Kampf-CDs. Ich glaube, nur noch eine einzige haben wir übrig. Oh mein Gott. Oh. Und dann haben wir auch noch das Beste, die beste Kampf-CD aller Zeiten übrig. Cup Metronom. Ich weiß jetzt einen ganz gewissen Zuschauer, der sich gleich freuen wird. Denn wir haben hier ein Pi mit Metronom, ein Togepi mit Metronom, ein Macholo mit Metronom und ein Kleinstein mit Metronom. Yay! Ja. Am Weg sind unendlich viele Runden. Unendlich viele Runden. Yay! Das wird cool. Ich freue mich schon. Glips! Herausforderung. Wer liebt sie nicht? Yay! Ich heiße leider nicht Herr Titan und habe Metronomglück. Ah! Schönen Gruß an diese Stelle übrigens mal. Der wird jetzt bestimmt zuschauen und sich freuen. Gut, in der dritten Gen gab es noch nicht viele Attacken, wo mit Metronom kommen konnten. Aber es ist trotzdem Metronom. Und Togepi. Metronom, Metronom. So, dann schauen wir doch mal. Aquaknarre, okay. Marolo setzt Aquaknarre ein, yay. Togepi. So fröhlich. Flammenwurf. Ja, nice. Auf wen? Auf Macholo. Das war schon mal gut. Oh, das Pi ist am langsamsten. Interessant. Und was macht er? Drachenwut. Ja, scheiße. RIP. Getreckt. Wow. Wow. Wie viel Pech kann ein Mensch haben? Das ist ja unfair. Oh Mann. Warum Drachenwut? Nidenranke. Okay. Metronom. Yay. Aufruhr. Ja gut, Aufruhr ist nicht schlecht. Na gut, natürlich nicht so. Auf Kleinstein macht es keinen Schaden. Oh, ja gut, das können wir vergessen. Warum kommt denn auch die Drachenwut? Jetzt mal ehrlich. Aromakur. Okay. Kratzer. Boom. Au. Natürlich komme ich jetzt auch nicht aus dem Aufruhr raus und kann flüchten. Blöd. Blöd gerade gelaufen. Oh, und auf Fleisch macht das echt keinen Schaden. Warum macht das Ding auch Drachenwut? Alter, wie unfair. Drachenwut und Ultraschall sind die besten Attacken, die hier beim Metronom rauskommen können. Gut, Ultraschall vielleicht nicht unbedingt, weil die Gegner einfach enorme Vorteile haben. Sie haben entweder 22 KP oder ist Gesteintyp. Ich meine, hallo, Gestein hat so viele Resistenzen, das ist von vornherein schon blöd. Okay, Togepi beruhigt sich. Wir haben noch eine Chance. Macholo macht Taucher. 2 KP haben wir noch. Jetzt kommt die Explosion. Fänd ich lustig sogar. Oder Gesichte. Ja, gut. Blutsauger. Ja, gut. Das war's wahrscheinlich für Togepi. Jo. Du hast dich wacker gehalten, Kleines, aber es tut mir leid. Deine Metronom-Skills waren leider nicht der Brüller. Derp, 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 derp. Ich hab leider verloren. Ach, die Drachenwut, Alter. Das war böse.
nochmal, bitte. Ich wollte jetzt... Ich werde einmal lesen können, was da als Hilfe stand. Hey, mesh den A-Knopf. Hä? Weiß nicht, was mich da helfen soll. Vertraue auf das Herz des Metronoms, oder was? Ach ja. Metronom. Ich trink mal einen Schluck nebenbei, weil hier passiert ja eh nichts Spannendes, ne? Außer vielleicht die Drachenwut des Todes mal wieder. Schwertanz, ja, nice! Oh Gott. Gute Voraussetzung. So, Togepi, streng dich mal an, bitte. Du schaffst das. Jetzt die Hydropumpe. Oder die Notsituation. Ey, 4 Schaden gemacht. Ist immerhin 4 Schaden. Ne? Metronom! Ja, das geht natürlich auch, ne? Ich habe immer noch keinen Schaden. So, mach Hollow Pent erstmal, das ist schön. Können wir weiter angreifen, nicht wahr? So, jetzt kommt mal was Gutes, zum Beispiel Ultraschall. Oder Sonnentag und jetzt der Solarstrahl. Das ist jetzt auch cool. Oder der Feuersturm oder Hitzekolle oder sonst irgendwas. Okay. Au, das tut weh. Ja gut, deswegen ist der Schwertanz weg. Oh, ist diese Kampf-CD random. Oh, schön. Aus Kleinstein? Bitte aus Kleinstein! Yes! Oh, das war Schaden. Wer sich sehen lässt. Nice. Raserei. Ja, gut. So, Pi, du schaffst das. Pi, du schaffst das. Los, kill dieses Kleinstein. Kill es einfach. Tu es einfach. Ah, aber doch nicht mit Brotzer. Okay, coole Animation. Angriff und Death steigt. Yay. So, jetzt, das ist die Chance. Boah, wie schlank schläft denn dieses Macholo? Ist schon ein bisschen imbar, ne? Mach keinen Scheiß. Knochencoin. Oh, au. Rip. Oh Mann, ey. Spaß. Boah, Pi, bist du mal nützlich, bitte? Pi, bliss. Oh, das hat so gut angefangen mit dem Rankenhieb und dann ging es steil bergab. Knochen hat's, ja, ist klar, ne? Au. Ah, Knochen hat's gab's schon in der dritten Gen, das ist interessant. Wer konnte damals Knochen hat's? Knocker? Problem ist aber, es ist noch alles drin. Oh, von drin. Nice. Aus Kleinstein? Yes. Das Kleinstein ist schon mal tot. Oh, das trifft sogar beide. Okay. Ja gut, mit dem Sonntag war das vielleicht nicht so effizient. Es ist die Chance noch da. Also, wenn jetzt die Psychokinese zum Beispiel kommt. Kismet-Wunsch. Oh. Pi, du musst, Flammrad. Ja, es ist Schaden. Oh, Pi did it! Pi did it!
Buggy hat das Ding gerockt. Oh, ah ja, im Sonnentag, natürlich. Es war alles die Vorbereitung. Das war cool. Ein X-Treffer, yay. So, jetzt haben wir alles geschafft. Na, das ist, oh, schön. Wir haben es geschafft. Ich kann auch nichts mehr kaufen, ne? Nein. Oh, wir sind endlich. Endlich sind wir fertig. Wow. Schau erst mal ins Team, Leute. Wir haben schon so lange nicht mehr gekämpft. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was Sache ist. Aber egal. Ach, ich erinnere mich. Ich wollte ja vielleicht mal hier im Kolosseum antreten, ne? Ich glaube, das mache ich mal in dem Part nochmal. Oder auch nicht. Ich darf nicht. Na gut, dann gehen wir halt, ne? Ba 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 da ba da. Ba da da. So, na gut, dann können wir jetzt endlich mal Story weitermachen. Nach wie vielen Parts, Kampf-CDs? Ich... Viel zu lang. Ist auf jeden Fall lustig. Ich habe auch bei Weiden nicht alle bisher gefunden. Wir werden später ganz sicher wiederkommen. Jap, jap, jap. Denn die werdet ihr natürlich alle zeigen. Ist ja klar, ne? Ich meine, ich verstehe die Frage nicht. So, wir sollen anscheinend zum Fragezeichen. Ich gehe einfach mal zum Fragezeichen, weil ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich weiß es nicht. Greife das Roller stecken für den Sand. Es ist kein Werderkommen. Leicht muss nach Fenak fahren. Ah, ja. Okay. Ich hab dich gesehen, wenn du bist der Held von Fenak. Was muss ich... Ach Gott, was muss ich genau tun? Ach ja. Wir waren beim Abacus anwesend, nicht wahr? Ich glaube, wir waren beim Abacus anwesend. Stimmt, da bin ich dann einfach weggegangen. Weil ich Kampf-CDs machen wollte. Richtig, 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 richtig. Er steht immer noch mit seinem Robo-Crowder da. Ei. Okay. Genau, wir müssen ja zum Typen. Genau, 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 genau. Hi, Chef. Na? Dein Kopf ist in diesem Hause? Was veranlasst dich danach zu fragen? Es ist mir durchaus keine Freude, es zuzugehen, aber sie sind von feinster Güte. Nichtsdestotrotz kann ich kein Interesse an ihnen finden. Ich erwarb sie nur an Forschungszwecken. Zwecken? Ich nehme an, in diesem meinem Haus sind noch einige Exemplare zu finden. Wohl nicht unter Linden, wenn sie sind. Was du begehrst, dann nimm sie dir. Sie dir. Okay. Wo sind die Kapp-CDs? Ich will Kapp-CDs. Gib mir Kapp-CDs. Hier, was für Kampf-CDs gehört? Wie wants Kampf-CDs? Oder habe ich die schon alle genommen? Die Musik hier, ne? Ah! Ich gehe jetzt einfach weiter. Du da, du Kind. Dieser Bereich ist tabu. Ach, ach was, ach was. Der F- und E-Raum enthält nicht länger meine geheime Erfindung. Du darfst dich dort aufhalten, wie es dir beliebt. Aber störe Altwart nicht. Ganz sicher nicht. Ich werde mit dem ein bisschen hier quatschen. Bam, 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 bam. Wunderschöne Musik, dieses Anwesen hier. Ich finde das einfach nur toll. Aha. Hier haben wir noch eine Kiste, die ich habe. Nein! Ah, ah. Ja. Das wollte ich doch nicht. So, jetzt nochmal. Gib mir die Kiste. Sonderbonbon. Nice. Dam, 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 dam. Da, dam, 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 dam. Könnten wir eigentlich unser Jurop, wenn es dann kurz vor der Entwicklung ist... Oh, ich habe da gerade was gesehen. Der die Ursaden Item. Gib mir das. Dankeschön. Badadadada. Hallo, Altwart. Aha, das war so das Robo-Kyogre, der Abacus bis vor kurzem arbeitete. Er bezeichnet es als kompletten Reinfall und will es entsorgen. Aber es ist eine technisch hochwertige Maschine. Naja. Holla, hast du mich erschreckt.
Ach, du bist es, mein Junge. Worum geht es heute? Erzähl Edward, was passiert ist. Hm, Team Kryptos hat schon zurück. Ich dachte, es wurde vor 5 Jahren zerschlagen, aber das war wohl ein Irrtum. Und du möchtest nun, dass ich deinen Roller wüstentauglich mache. Nun, es ist wirklich sehr mutig von dir, Team Krypto allein zu begegnen. Also gut, ich helfe dir. Ich baue deinen Roller um. Außerdem soll man Reisende nicht aufhalten. Ich lasse dieses Robo-Kyogre gleich zu meiner Ladenwerkstatt transportieren. Ich sehe dich dann dort. Ich werde hin teleportiert, das ist schön. Puh, das war eine harte Nuss. Aber jetzt bin ich endlich fertig. Ich habe deinen Roller dann mit Luftdüsen ausgestattet. Damit durchquerst du jede Wüste. Los, probier doch gleich mal aus. Thank you very much. Dein Roller ist echt uncool. Der schafft jetzt jede Wüste. Aber diese Robo-Kyogre, das wir von Dom Abbasso glaubst du, das ist irgendwas gut. Also, was steht da wieder? Kompletter Schrott. Ja, alles von dem Spinner, ey. Okay. Dab dab da dab dab da. Dab dab di li dab dab di dai. Na gut, wir können dann jetzt quasi in die Wüste gehen. Und das werde ich doch gleich mal tun. Auf geht's. Babada. Die Libra aus der Eröffnungssequenz, falls ihr euch noch erinnert. Aha, das ist die Libra, das verschwundene Frachtschiff, das Pumon transportierte. Schade, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, hier ist irgendwas. Ne? Nee, schade. Dü-lü-lü-dü. Hier ist doch bestimmt irgendwo was versteckt, oder nicht? Nein. Schade eigentlich. Warum nicht? Wieso ist hier nix? Finde ich nicht gut. Okay, wir müssen anscheinend reingehen, ne? Ich mache übrigens erstmal den hier. Denn ich habe gerade eine etwas längere... Was heißt längere? Ich habe gerade noch Kampf-CDs aufgenommen. Das war doch sogar noch in dem Part. Also... Wisst ihr Bescheid, warum ich hier... Safe. Aha. Wir haben eine Mail. Prim Arena wieder eröffnet. Light, vielen Dank für deine Geduld nach dem Niederschlagen des Krypto-Überfalls. Ist Prim Arena wieder eröffnet. Wir alle hier hoffen, bald gegen dich Light andrehen zu dürfen. Das ist schön. Okay. Aber vorher möchte ich erstmal hier ein bisschen weitermachen. Die wollen mich hier schon wieder ablenken, ne? Die Ekelhaften. Aber nix da. Ich habe jetzt lang genug hier Dönigens betrieben. So, gib mir erstmal das hier. Ein Eisen. Das ist schön. Ganz viel Geld. Jetzt müssen wir das natürlich rausschieben. Nur um es dann wieder zurückzuschieben. Blark. Naja. Das tut man nicht alles für ganz viel Pokebälle. Oh, ich hätte mal verkaufen können, ne? Den ganzen Schlons, was wir jetzt bekommen haben von den Kampf-CDs. Naja. Machen wir schon noch. Na, wann kriege ich Gesellschaft von oben? Ich weiß es doch. Ich mach nochmal ein Save. Ich bin paranoid. Es tut mir leid. Dieses Spiel macht einen paranoid. Kann nichts dafür. Ich wusste es. Verflixt. Nach all diesen Schmerzen bei der Berge und dann kommt uns eins. Entkommt uns eins. Das stimmt doch, oder, Loki? In der Tat, Captain. Das ist uns ein echt seltenes Exemplar durch die Lampe gegangen. Hätten wir es uns doch bloß geschnappt. Damit wäre ihre Sammlung um 0,7% erweitert worden, Captain Olaf. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Es floh, weil sie so laut waren, Captain Olaf. Das hab ich gehört. Willst du das einer machen? Kann den Subordination. Insubordination. Okay, interessantes Wort. Mal habe ich diese... Habe ich mies und lade. Und zwar nicht einfach nur mies. Und ich schreie diese Tage. Hallo, oh, gibt einen Olaf, einen Eindringling. Ah, ich weiß übrigens Alex. Dieser bescheuerte Hiff. Alter, jeder hat er verbasselt. Sonst kommt dieser Typ hier. Unsere Bergungsaktion ist zwar beendet, aber wir können dich nicht gehen lassen, weil du uns jetzt gesehen hast. Hey! Ja, Captain.
Ich will, dass diese Bälle noch nicht Abreibung bekommt, ja? Jawohl, mein Captain. Lassen Sie das nur mir. Ich erledige das. Sie können ruhig in die Festung zurückkehren. Ich verlasse euch drauf! Molly! Hab ich heute Bock auf euch! Gut, also, du hast den Captain gehört. Ich geh dann auch mal schon mal zur Festung. Du weißt ja, was du zu tun hast. Moment mal, so war das aber nicht abgemacht. Lass mich erklären. In der Festung arbeiten wir an unserem Hauptprojekt. Wir machen aus den Krypto... aus den Bomben, die an Bord des Schiffs waren, Krypto-Bomben. Du stellst mir auch zu, dass das sehr wichtig ist, nicht? Wenn du statt meiner dem Hauptprojekt arbeiten würdest, müsstest du 38% mehr Energie aufwenden als ich. In diesem Fall würde es sich Olafs miese Laune um 72% verschlechtern. Du wirst doch zugeben, dass das sehr unvorteilhaft wäre, nicht? Aus diesem Grund hätten wir einen Effizienzvorteil von 63%, wenn du für mich diese Jungfer möbelst. Das verstehst du doch nicht? Es ist eine reine Frage der Effizienz. Also ich gehe jetzt. Warum habe ich immer das Gefühl, ich bin der Gelackmeier? Naja, wenn ich dich nicht vermöble, dann wäre das Befehlsverweigerung. Also nimm's nicht persönlich. Ich wollte euch den Part beenden. Verdammt nochmal. Kryptoknecht Smartphone, was? Nein, Smarton. Das ist ein Name. Alavis und Tuska. Los, Horus und Fedia, wir können mal wieder kämpfen. Oh mein Gott. So, okay. Eroas und den Donner. Philia! Triss natürlich nicht. Yes! Vote Donner for best attack ever. Nicht. Ich hasse Donner, eigentlich. Donner und Blizzard sind meine meistgehassten Attacken. Weil die einfach so wenig Genauigkeit haben, dass sie einfach nie treffen. Teddy Ursa! Felsgrab, okay. Auf Horus, oder was? Nee, natürlich auf Philia, weil... ist ja klar. Da, 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 da. Jo, und... Donner. Vielleicht triffst du ja jetzt mal? Ah, der Part wird viel zu lang. Ja, ist egal, ne? Donner! Yeah! Schön gemacht, Philia. Dafür hast du dir sogar ein Level-Up verdienen, ist das nicht fein? Wunderbar. Smogon! Smogon! Metas ist ein Krypto-Pokémon. Es ist kein Krypto-Pokémon. Okay. Warum nicht? Hat der Typ kein Krypto-Pokémon? Jetzt mal ehrlich? Wow. Das ist schockiert. Das ist schockiert, aber gut. So, erstmal das Teddiosa weggemacht. Und Philia macht den Rest, nicht wahr? Denn du haust jetzt einen Grit-Schlitzer raus und dann hat sich die Sache erledigt. Nicht wahr? Braves Kätzchen? Oder auch nicht. Da, 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 Schockwelle. Ihr könnt alle interessante Attacken auf jeden Fall. Aber Horus! Okay, Eroas und Glitzer. Horus, räche dich! Nice! Na, ich glaube, Horus hat trotzdem ein bisschen mehr Angriff als unsere Philia. Das macht ja nichts. Tap, 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 da! Wenigstens haben wir endlich mal ein Team, Leute! Was? Ihr verloren! So kann ich mich in der Festung nicht blicken lassen! Ja, dann lass es doch! Ich habe beobachtet, wie du gegen dieses Set am Leuen kämpft hast. Du bist ganz schön stark, nicht wahr? Ja, ich? Ich bin zufällig, weil ich auf dieses Schiff gestoßen habe, es zu meinem Wein gemacht. Weißt du, hier gibt es jede Menge zu essen und so. Zugegeben, manche stört mich hier schon, aber man kann nicht alles haben. Ich muss sagen, ich bin froh, dass diese Typen endlich weg sind. Dafür bin ich dir dankbar. Du musst müde sein nach diesem Kampf, oder? Du kannst dich in meiner Lage ausruhen. Es ist im Steuerraum. What? Darf ich jetzt mal den Part beenden? Bitte? Und? Hast gut geschlafen? Dann kannst dich bei mir... kannst dich bei mir ausruhen, wann immer du möchtest. Übrigens würde ich dich gerne um einen Gefallen bitten.
Ab und zu höre ich diese komischen Geräusche aus dem Innern des Schiffes. Irgendwas rumort da unten rum, aber ich traue mich nicht nachzusehen. Was? Willst du es für mich tun? Ja, warum machst du es nicht selbst? Vielen Dank, diese Geräusche machen mich nämlich langsam wahnsinnig. Ich kann kaum noch schlafen. Wenn du herausgefunden hast, was da ist, dann sag mir bitte Bescheid. Ich darf den Part beenden. Leute, ich würde sagen, man sieht sich ja beim nächsten Mal wieder. Also dann bis dann, ciao!